pam, pam, pam. Alles zerstört, alles was geht. Bauhof, ganzen Kraftwerk und dann, ja, kriegst du ja die ganze Dingens. Und dann so, ja, super, scheiße, was machst du denn jetzt? Ja, stand ich natürlich da mit Wind im Haar. Und, ja, konnte überhaupt nichts machen. Vertigo-Bombe einsatzbereit. Bombardierung läuft. Ihr geht mal da drauf. Die Aurora-Rakete, die ball ich denn hier rauf? Feindliche Einheiten in Sicht. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Einheit wird angegriffen. Gebäude besetzt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Auf Patrouille. Okay. Reparatur läuft. Systemcheck okay. Irgendwas gesehen? Kommt mal rüber hier. Verloren. Roger. Egal, wird nachgebaut. Ausbildung. Ausbildung. Wer hat ja nur eine verloren? Ja, dann. Dafür wurden wir ausgebildet. Eieiei, ist aber auch eine Macht. Initialisiert. Eins. Was gibt's? Zwei. Normalerweise müsstet Vertigo ihr eigentlich auch schon fehlen. Systemcheck okay. Vertigo, Systemcheck okay. Kann ich irgendwie helfen? Ach, da ist Nummer zwei. Ich stelle mich mal vor. Was gibt es? Noch drei das Minuten. Könnte nützlich sein. Naja, noch drei Minuten. Einsatzbereit. Warten wir noch kurz, bis der Vertigo fertig ist. Denn ist, ja, das mit der Aurora, mit der Ionkanone auch schon Geschichte. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Verstanden. Holen wir sie uns. Auch wie putzig. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bonusziel erreicht. Wir haben sie auf dem Radar. Holen wir sie und bleibt dran. Wir haben überhaupt keine Chance. Einheit verloren. Feindliche Einheiten. Kriegen die auch alle in 1-2? Jo. Erfasse Ziel. Einsatzziel erreicht. Nice one, Leute. Nice one. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Ich werde mir erstmal ein paar Silos reinbauen. Da kann ich jetzt wieder was bauen. Merkwürdig. Silo. 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 Auf Patrouille. Vertigo. Systemcheck okay. Bau abgeschlossen. Systemcheck okay. Bau abgeschlossen. Na, kann ich doch nicht bauen. Ja. Eins. Zwei. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Drei. Patrouille bereit. Echt, wie denn? Reparatur läuft. Mit Dingensbomben oder was? Einheit wird angegriffen. Schießen Sie los. Killians Hauptquartier wird angegriffen. Ach so. Baut. Aber gleich. Baut. Patrouille bereit. Nähere mich Ziel. Haut mal auf Mammut drauf. Also wenn man jetzt sagt, ich habe 51 Phantom Gleiter. Ja meine Bau Fresse, ey. Abgeschlossen. Einheit befördert. Feuer! Bau abgeschlossen. Manu. Na komm. Was gibt's? Also das ist echt schon eine Übermacht. Ja, 22. Nee, 20 Sekunden noch. Verhindern Sie, dass Killians Hauptquartier zerstört wird. Oha. Okay, muss ich doch ein bisschen machen. Wir greifen an. Dann werde ich die hier oben hin postieren, weil die sind ja auch Abfangjäger. Kann ich die eigentlich auch reparieren? Reparatur läuft. Ja, natürlich. Auf Patrouille. Warum frage ich überhaupt das Kommando Cocker? Kann man eigentlich alles reparieren, was man besitzt? Natürlich. So. Baut. Nochmal. Ne? Baut. Genau das. Ihr macht das. Ihr macht eure Bau Arbeit, super abgeschlossen. Leute. Bau abgeschlossen. Hier erstmal eine schöne Mauer aus Dingen, dass man hier schön nicht durchkommt. Was gibt's? Ah, Aurora-Rakete ist fertig. Ziel wählen. Ja. Ja.
Hau nur da mal rauf. Rakete gestartet. Oh, sogar genau den. Okay, jetzt verpissen sie sich. Einheit wird angegriffen. Gut. Vertigo Bomber. Jetzt kommen die Vertigos mal fix hinterher. Einheit befördert. Patrouille bereit. Tiberiumfeld abgebaut. Eins unserer Gebäude wurde eingenommen. Erfasse Ziel. Ist mir egal. Verstanden. Wir so, jetzt auch an. Den Pitbull und. Jo. Erfasse Ziel. Geben die mir eigentlich Geld? Nö. Irgendwas gesehen? Schießen Sie los. Verstanden. Wir greifen an. Einheit wird angegriffen. Die sollten jetzt eigentlich auch deine Geschichte sein. Einsatzziel passt. Erreicht. Speichern. Also man sieht Phantom Gleiter, Übermacht, Aurora-Rakete und Tschüssikowski. Mission erfolgreich. Eigentlich ist die recht einfach, wenn man weiß, wie man sie angehen muss. Ich glaube, das ist eine mit der schwersten, ja, Mission von der Nord. 28 Minuten, 150.000 Rohstoffe gesammelt, uiuiui. Bop. Jo. Akt 5. Ich glaube, das müsste der letzte Akt sein. Ja, mal schade. Aber Zweifel sind ein Geschwür, das ausgemerzt werden muss. Ich habe dir alles gegeben, Killian. Eine eigene Armee, einen Platz in meinem inneren Zirkel, eine Zukunft. Jenseits deiner wildesten Träume. Und alles, was ich dafür wollte, war dein Glaube. Mein Glaube ist stark. Ich glaube an die Bruderschaft und ich glaube, dass sie ihre Anhänger aufgeben. Eine Verbindung mit Ajay. Erzähl's mir, Ajay. Sir? Erzähl mir nochmal von Sarajevo. Naja, das ist nicht einfach. Du sagtest, Killians Truppen hätten den Commander überfallen. Es waren nur Deserteure. Ihr Anführer war ein GDI-Spitzel. Du sagtest, sie hätte nicht nur mich selbst und meine Minister, sondern auch die Zukunft der Bruderschaft gefährdet. Ach, Unsinn! Sie haben keine Beweise! Ajays Glaube stand nie in Frage. Wenn er gegen dich aussagt, ist mir das Beweis genug. Ich habe nicht gesagt, dass ich Killians Truppen dort gesehen habe. Du hast mir versichert, dass sie gegen mich intrigiert. Du hast sie als Verräterin bezeichnet und wir beide wissen, auf Verrat steht... der Tod. Waren es Killians Truppen, Ajay? Das Urteil liegt in deinen Händen. Nur zu, Ajay. Verurteile mich nur, das wolltest du doch immer, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sicher sagen, was Killian vorhatte. Es ist alles so verwirrt. Okay. Ich wollte doch nur das Beste für Nord. Tu es. Gratulation, Ajay. Du hast die Prüfung deines Glaubens bestanden. Commander, ich hatte es prophezeit. Ein Platz in meinem inneren Zirkel ist gerade frei geworden. Gratulation, du bist jetzt meine Nummer 2. Geht jetzt. Für die Akten. Ich hatte nie vor, den Krieg gegen die GDI zu gewinnen. Das war's, was Killian einfach nicht begriffen hat. Die GDI hat den Tacitus immer als Warnung vor den Besuchern verstanden. Und ich sah die Chance für mich, eine überlegene Rasse auf die Erde zu holen. Eine Rasse mit großem Wissen über das Tiberium. Laut des Tacitus würde eine Flüssig-Tiberium-Explosion das Besucherspähschiff alarmieren. Aber unsere Experimente missglückten. Wir erreichten nicht die benötigte Sprengkraft. Deswegen begann ich den Krieg gegen die GDI, um einen Angriff ihrer Ionenkanone zu provozieren. Laut meiner Forschungsminister war nur ein Ionenstrahl in der Lage, das Flüssig-Tiberium zu zünden. Natürlich hatte ich so ganz nebenbei vor, die GDI zu schwächen. So konnten die Besucher erstmal ihre Mission beenden.
19 dieser Türme wurden inzwischen weltweit errichtet. Jeder einzelne wird bald ein Portal sein. Ein interstellares Sprungbrett in neue Welten. Unglücklicherweise sind die Türme kodiert. Keiner kommt hinein ohne einen Code. Ich glaube, er befindet sich in ihren Relais-Knoten. Du musst auf der Stelle eine dieser Anlagen erobern. Sie sind der Schlüssel für unsere Zukunft. Okay, wird gemacht. Norditalien. Verteidigen Sie Kanes Geheimwaffe in Norditalien gegen die Aliens. Mir war irgendwie immer klar, dass die Besucher möglicherweise nicht sehr kooperativ sind. Deshalb ließ ich eine Waffe entwickeln, die auf diese Schwäche zielt. Mit ihr kannst du einen ihrer Türme erobern, aber du musst dich beeilen. Die Besucher greifen die Anlage an, während wir sprechen. Sichere die Anlage. Und danach hast du freie Hand, die neue Waffe zu testen. Okay. Norditalien. Kane hatte die Ankunft der Besucher vorhergesehen und wusste, dass eine mächtige Waffe nötig sein würde, um die Invasion in eine produktive Richtung zu lenken. Kane hat ein Forschungszentrum hier in Norditalien mit dem Bau der Catalyst-Rakete beauftragt. Die Waffe ist einsatzbereit, aber die Besucher sind unberechenbar und attackieren das Forschungszentrum. Verhindern Sie die Zerstörung des Raketensilos und unterbrechen Sie die Einrichtung. Anschließend können Sie das Blatt mit Ihrer neuen Waffe verwenden. Ja. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Die Catalyst-Startrampe wird von den Besuchern angegriffen. Erobern Sie sie, bevor sie zerstört wird. Ja. Erstmal speichern. Gucken, ob die Mission auch so einfach läuft. Komm ich da rüber? Empfange Nachricht. Achso. Reparieren Sie die Catalyst-Startrampe, damit wir die Catalyst-Rakete einsetzen können. Schützen Sie sie vor den Aliens. Joa, gut. Ausbildung. Neues Bonusziel. Rüstungsplattform. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich hoffe mal... Kann ich irgendwie helfen? Dass die mir freundlich gesinnt sind. Baut. Und das Ding. Ja, dann haben die bestimmt wieder ihre Flugscheiße. Baut. Feindliche Einheiten in Sicht. Jawohl. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Schade, kann ich nichts bauen. Dann werden wir bei mir das erstmal einrichten. So. Ach, scheiße. Egal. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Naja, weiß ich. Bin ich blind. Können die mich von links eigentlich attackieren? Zu wenig Energie. Neue Bauoption. Weiß ich auch. Normalerweise braucht man eine Erstkraftwerke. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Baut. Erobern Sie die verlassenen Nordgebäude, bevor die Aliens sie zerstören. Wir brauchen zusätzliche Produktionskapazitäten. Ach, die sind nur noch verlassen. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Baut. Wie soll ich den jetzt so schnell anstellen? Ausbildung. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Die Bruderschaft vertraut mir. Komm euch holen. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Ausbildung. Wir bringen euch hin. Carry all, Befehl erhalten. Carry all. Carry all ist unterwegs. Bin unterwegs. Ben im Gleiter bereit zum Abheben. Carry all einsatzbereit. Roger. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Wir bringen euch hin. Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, was der Scheiß dran war. Einheit wird angegriffen. Auf Patrouille. Verstanden. Einheit und tot. Ben im Gleiter bereit zum Abheben. Die ollen Drecksviecher waren nicht mehr das Problem. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Und tot. Ben im Gleiter bereit zum Abheben. Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Wie sieht's
Aus. Und tot. Alter, wie habe ich denn da was gemacht? Schießen Sie los. Ben im Gleiter bereit zum Abheben. Und zu Ende. Mission gescheitert. Die Catalyst-Startrampe wurde zerstört. Mission gescheitert. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Wir haben verloren. Hm. Wie habe ich denn da. Wie macht man das denn nochmal? Mir ja, war irgendwie. Ist gut. Hm. Findet einen Ort, der Kanes würdig ist. Ah ja. Ausbildung. Empfange Nachricht. Hier sind die. Die Catalyst-Startrampe ja, wird von den Besuchern eingebaut. Die Bruderschaft hat Nachricht. Reparieren Sie die Catalyst-Startrampe, damit wir die. Die Bruderschaft vertraut mir. Neues Bonusziel. Es wird uns gehören. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich kenne den Weg. Die Bruderschaft vertraut mir. Arbeiten wir zusammen. Ich glaube, Anne, es geht gar nicht. Einheiten in Sicht. Ja. Ja! Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Hm. Baut. Was ist das? Vor allem, die sind ja so arschlangsam, ne? Ja, bin bereit! Erobern Sie die verlassenen Nordgebäude, bevor die Aliens sie zerstören. Oha! Wir brauchen zusätzliche Produktionskapazitäten. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Vertrauen Sie. Einheit wird angegriffen. Gut, dann weiß ich aber, was ich baue. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich höre. Wir verschwenden Zeit. Nein. Los. Böse. Nein, verloren. Bau abgeschlossen. Gebäude besetzt. Einsatzziel erreicht. Reparatur läuft. Kann ich irgendwie helfen? Einheit wird angegriffen. Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Ich höre. Gebäude besetzt. Neue Bauoptionen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hm. Bonusziel erreicht. Ausbildung. Neue Bauoptionen. Verstärkung nähert sich. Einsatzbereit. Baut. Stealth-Panzer einsatzbereit. Worauf warten wir noch? Stealth-Panzer einsatzbereit. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Arbeiten wir zusammen. Einheit wird angegriffen. Ich brauch. Ja. Bau abgeschlossen. Ja, natürlich. Jetzt gehen Sie mir um. Einheit wird angegriffen. Ja. Egal. So. Sammler wird angegriffen. Reparatur läuft. Gehen wir auf die Jagd. Abgeschlossen. Reparatur läuft. So war es natürlich immer Einheit doof, wenn man zwei Basen verteidigen muss.